erstmal hallo und willkommen zu Hofgut Baden 2 von Badebauer. Badebauer. Und heute möchte ich nochmal versuchen, halbwegs den Mod vorzustellen. Wie gesagt, bei mir ist das mal, ich bin da immer sehr sprunghaft bei sowas. Aber vielleicht kriegen wir diesmal halbwegs hin. Ich werde jetzt versuchen, nicht überall hinzuspringen, wo man hinspringen kann. Und wir konzentrieren uns einfach mal jetzt auf das, was ich gerne vorstellen möchte. Und zwar, ich habe ja hier das gesamte Rosenthaler Mod-Paket drin. Auch, also Rosenthal-ROS. Ist unter Mod-Hostern, würde ich jetzt fast behaupten, recht bekannt. Das Mod-Paket selbst beinhaltet viele Mods, die ineinander verschachtelt sind. Das heißt, hast du den einen nicht, funktioniert der andere wiederum nicht. Der andere macht wieder nur mit den anderen Sinn. Und somit hat man nachher einfach mal 300, 400 MB nur von diesen Rosenthaler Mods. Aber möchte ich behaupten, es lohnt sich einfach schlichtweg, weil es einfach das Spiel um einiges erweitert. Also, wer dann eben halt irgendwann mal einfach die Fresse dick hat von Mais, Weizen und Schlagmethod, der holt sich eben halt dieses Paket. Um was erweitert dieses Paket denn das Spiel? Frage. Ja, Antwort. Erweitert wird es um Obstbäume und Gemüse. Anbaufarmen, wenn man das so sagen möchte. Und Verkaufsstände. Lass mich lügen, das sind jetzt, ich glaube, 8 oder 7 verschiedene weitere Mods. Der eine heißt dann Gemüsezucht 1, Gemüsezucht 2, der andere heißt Obst und Beeren 1, Obst und Beeren 2. Sind alle unter dem Namen Rosenthaler. Rosenthal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mods bekannt. Das ist der Ersteller dieser Mods und ich muss echt zugeben, hier hat der einfach, ja, wie sagt man, Schulterkloppen verdient. Die Mods sind einfach cool gemacht, sind geil gemacht. Hier zum Beispiel, jetzt der Uni-Mod gehört das nicht dazu, das ist ein Original von B-Modding, glaube ich heißen die. Die hinteren Fuhrwerke hier, Krone Emsland. Ich habe mir extra diese zwei Dinger daran gehangen. Ich meine, ihr könnt jetzt auch einen mit Deichsel nehmen, aber die mit Deichsel lassen sich immer relativ schwer rückwärts einparken. Wer kann, der kann, wer nicht, der nicht. Ich kann nicht, gebe ich ganz offen zu. Also hole ich mir zwei von denen. Warum zwei? Fragezeichen. Ganz einfache Erklärung, damit es schneller geht. Ja, man kann leider nach wie vor nicht auf einen Hänger mehrere Fruchtarten laden. Das ist nicht drinne. Und somit kann ich eben halt eine Fahrt erledigen. Ich stelle mal hier sind dann zum Beispiel Bäume. Hoch. Wie ihr sehen könnt, ne? Und zwar, lass mich lügen, Orangenbäume, Pflaumen und hinten Kirsche. Ja, ich schön in eine Linie gepflanzt, dann kann ich schön unten durchfahren, ganz faul wie ich bin. Ihr seht selber, wie hier zum Beispiel Orangen, also schön gemacht auch mit den Bildern, wie sie Step by Step, ja, reif werden und die Produktion sich da steigert. Ja, einfach genial gemacht. Oh, man, diese Mods selber, das sind ja verschiedene, wie gesagt. Und die sind hier relativ klein gehalten. Das ist der Obst- und Beeren-Mod Version 1, lass mich lügen. Das andere ist der sogenannte Apfel-Mod von More 2000. Den haben wir auch drin. Das ist alles so eine Kombination. Von denen ist auch der Universal Preset Kit-Mod. Ja, damit das überhaupt alles funktioniert. Hier zum Beispiel haben wir eine Erdbeergewächshäuser. Ja, 1200 Erdbeeren. Davon habe ich aber ein paar Gewächshäuser. Die werden für die anderen Gewächshäuser mit Kaka gefüllt. Also mit Mist oder Kompost. Hier entsprechend mit Wasser. Hier ist der Unterschied, ich muss nicht extra irgendwelche Tasten drücken oder so. Also die Fülltrigger fährt man an und das passiert eigentlich alles automatisch. Ja, also ich fahre hier mit dem Wassertank ran und dann nimmt er sich das Wasser, was er braucht, selbstständig raus. Ich muss nicht extra R drücken oder sagen oder was auch immer, sondern das passiert hier eigentlich relativ automatisch. Also wirklich genial gemacht. So, solange es noch halbwegs hell ist, ja, springen wir mal hier rüber. Das habe ich mir hier hingepflanzt. Ist durch die Wiese natürlich nicht so genial gelungen, möchte ich echt sagen. Ja, shit happens. Aber das zum Beispiel gehört auch mit in diesem Rosenthaler Mod-Paket. Das ist dann eben halt, also echt geil gemacht irgendwo. Ist jetzt nicht ultimativ. Aber dass sich hier einer, wie gesagt, die Mühe gibt, diesen Mod so zu entwickeln und dieses Haus so zu bauen, ja. Soll wohl nach einem Original empfunden sein. Auch hier. Hier kann es halt beliefert werden. Es ist eben halt, wie sagt man, so ein Tante-Emma-Alarm gemischt. Warenhandel kann hier beliefert werden. Auch hier seht ihr eben halt links auf der Tabelle die Prozente, wie viel habe ich denn überhaupt drin. Ja, hier sind dann zum Beispiel die anderen Bäume alle. Kirschbaum, Pflaumenbaum, Orangenbaum.
Hier ist das Erdbeergewächshaus. Und dann fahren wir mit dem ersten ran. Ungefähr bis zur Hängerkupplung. Und dann fängt er an, ihn zu beladen. Ich muss nichts weiter tun. Außer eben halt. Da, jetzt fängt er an. Jetzt halt, warte mal, wir wechseln mal mit G nämlich die Anzeige. Das ist nämlich der hier. Damit wir auch was sehen, was wir da überhaupt machen. Und jetzt fängt er an, eben halt den Baum. Ich muss nichts drücken. Ich muss nichts machen. Ich fahre nur drunter. Und dann geht das los. Also wird das, ihr könnt jetzt noch Kollegen mit dem, das simuliert dann im Prinzip das Abflückowitschen. Ah, nicht zu schnell fahren, nicht, dass ich jetzt den anderen Namen noch mitbelade. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen, ich stehe jetzt da am Baum und schüttel denen die Birnen aus dem Astral-Store. Und da oben irgendwo sind die Applebäume. Wenn mich nicht alle täuscht. Hier habe ich mich da oben hingepflanzt, ein bisschen fernab. Letztes Mal habe ich die einfach. Ich meine, gut. Wo wachsen sie da in so einer Linie? Aber, naja, wer hat, der kann, wa? Mal mit einer Linie reinpflanzen, so ist es für mich natürlich einfacher, die jetzt hier abzupflücken. Jetzt halt. Und der Rest geht automatisch. So. Das Nick hier fast durch. So, machen wir den nächsten Baum. Schön ist auch zu sehen, wie der Baum denn immer kahler wird, ja. Ah, jetzt seht ihr eben halt den Sinn und Zweck des Ganzen. Ah, vorne habe ich jetzt die Birnen geladen, vorne die so, Apple. So, jetzt fahren wir hier die Shops kurz an. Weil die produzieren ja mein Geld. Guck mal, die sehen auch schon relativ leer aus. Wollen wir mal kicken, also er nimmt hier zum Beispiel Birnen an. Bis das Auskippen-Symbol, das könnte jetzt schon so. Oh, direkt abgekoppelt, das war jetzt nicht beabsichtigt. Nein, falsche Auskippen. Wenn wir vorfahren, bis das nächste Auskippen kommt, da jetzt. Ja, jetzt befülle ich den Laden gerade. Jetzt fülle ich fahrt gleich weiter. Weil der andere Laden nimmt mich nur die Apple ab. Mal kicken. Ah, schon wieder. So, Handbremse drin. Dann haben wir die zum Beispiel abgegeben. Und jetzt kommt eben halt mein Mega-Trick, den ich ganz gerne mache. Und zwar wechsle ich jetzt den Hänger nach hinten. Den schmeiße ich mich gleich ab, so. Glücklicherweise gibt es keinen Verkehr, das würde dann ein bisschen alt schwerer machen. So, jetzt fahren wir hier am Bogen. Ja, es gibt zum Beispiel auch einen Mod, ich mal gelesen, ja, da könnt ihr das einstellen, dass ihr extra raussteigen müsst, um die abzukoppeln. Eigentlich auch eine coole Idee. Aber das ist jetzt, glaube ich, mehr Spielerei als wirklich nötig, sag ich mal so. Wieder das hier schon eine coole Spielerei. Mod, sag mal so, jetzt fahre ich hier in diesen Trigger rein. Wenn ich mich nicht zu doof anstelle dafür. Auskippen, steht schon da. Ja. Also nichts fürs Lager. Theoretisch kann ich mir Lager also fast schenken. Weil es bleibt ja hier anscheinend ein Stüber. Lagern wir die extra mal für die Erdbeeren und alles hier holt. So, dann stelle ich die mal jetzt hier so hin. Fahren wir rum und holen jetzt die nächste Kiste. Und dann machen wir das Ganze mit den anderen Früchten so nochmal. Das ist jetzt zwar nicht so. Ja, sieht jeder gerne zu, stundenlang, klar. Man könnte jetzt auch noch einen dritten holen, damit ich wirklich alt abernten kann. Aber es wird dann auch zu viel. Vor allen Dingen, weil ich dann alle drei. Muss ja, der Aufwand wird ja nicht geringer, ja. Also ich muss ja trotzdem alle abkoppeln, so. Mal so rum. Den schönen Unimog. Man macht sich ganz cool dafür. Klar, klar, ich könnte auch einen normalen Traktor nehmen. Aber ich fand, der sah schon ganz cool aus, so. In dieser Kombination. So, fahren wir rein. Schmeißen wir den restlichen Apple ab. Ich hätte nicht mal gedacht, dass sich das so verbreitet. Also richtig so verarbeiten lässt sein. So, jetzt fahren wir gleich nach oben erstmal, bevor ich jetzt den Rest mache, weil da sind Tomaten und Gurken, das sind auch nur zwei Stück. Dafür hängen wir den jetzt wieder ran. Na komm, zu da, da. Ah, ich stelle mich jetzt blott an. Ich ist beinahe gesagt. Hier haben wir die Gewächshäuser, hier soll noch mehr entstehen, demnächst. Hier wird Wiese draus gemacht, ich habe aber dafür einfach nur Geld nicht, ich will es nicht ausgeben. Oh, mach mal so. Also hier wird dann Wiese draus gemacht und eventuell kommen dann eben halt entweder Solarzellen noch mit drauf oder und, ne?
So, jetzt sieht man hier schon die Körbe. Da fahren wir jetzt ran. Und nehmen die jetzt einfach ab. Na, nicht mal wenig, aber auch nicht unbedingt viel. Na doch, geht ja eigentlich. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Hat auch alles drin. Also hier muss ich jetzt anscheinend erstmal die nächsten Tage nicht nachfüllen. Das Einzige, was ich auf jeden Fall nachfüllen muss, ist Dünger, sehe ich gerade. So doof fahren sollen. Der Dude an dem Haus, also ist halt multifunktional. Hier wird wirklich alles abgenommen. Auch Gurken und Tomaten. Das heißt, ich muss jetzt nicht noch weitere Händler einfügen. Deswegen habe ich ja die Marktbuden nachher größtenteils weggelassen, weil es einfach zu viel wird. Naja, nicht zu viele Marktbuden überall. Die Abnahmemenge ist zwar begrenzt, aber ich erreiche diese ja nie. Ja, selbst wenn die jetzt hier produzieren, ich bräuchte ja fast viermal Gurkengewächshäuser, um die Abnahmemenge überhaupt erreichen zu können. Dass er wirklich zu viel produziert. Das war bisher nicht der Fall. Da auch die Erdbeerenhalker schon ein paar Mal abgegeben. Das war das Einzige, wo es jetzt halbwegs voll war, die Erdbeerenhalker auf 100% gekriegt. Ah, Erdbeeren sind bei 1200 immer noch. Ah. Ja, hier hatte ich auch schon ein paar Mal überlegt, noch ein, zwei Bäume mit dazwischen zu setzen. Das wird mir aber einfach nachher zu voll. Das wird dann nachher noch unrealistischer, wenn ich die jetzt noch übereinander pflanze. Nur um jetzt mehr rauszubekommen. Ja, auch scheiße. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel zwei Hänger, das macht sich ganz gut, weil theoretisch könnte ich dann nachher die Kirschen und danach die Erdbeeren noch abfahren. Die auch noch verchecken. Hinten ganz gut zu sehen ist das Lager, zwei Lagerhäuschen, da kommt man gut durchfahren, deswegen habe ich die so hintereinander gebaut. Da kann man durchfahren, beim Durchfahren einfach abkippen, dann wird es zwischengelagert. Zum Entnehmen fährt man an die entsprechende Tür. Auf den vier Ecken sind eben halt Türen mit den Symbolen angezeichnet, Kirsche, Erdbeere, Schlachtmethode. Und da kann man dann halt direkt ranfahren. Achso, das ist jetzt auch Quatsch eigentlich. Naja, das spielt ja jetzt eigentlich eine Rolle. Ah, nee. Ah, ach, ich mach jetzt. Ja, ich wollte eigentlich erst in eine Marktbude bringen. Damit die eben halt befüllt bleibt und hier halt nur den Rest abschmeißen. Das ist nicht mal viel, Digga. Also kriegt das mehr erwartet. Ah, ah, besser sehen die hohle Hand geschissen, hätte ich jetzt gesagt. Ah, kommt noch knapp vorbei. Ich mal ansetzen. Und machen wir mit dem jetzt hier auch nochmal. Ja, na gut, ich sag mal so, das macht dann die Marktbuden halt Quatsch. Kann man halt überlegen, ob man die auch abschafft. Weil gut, die kosten jetzt nicht so viel. Kosten $20 im Unterhalt. Da ist zum Beispiel so das Skript vorgesehen, soweit ich richtig gelesen habe, beim vollen Füllstand. Verkauft innerhalb von einer Stunde. Ah, ne, verkauft nicht innerhalb einer Stunde, sondern produziert pro Stunde bei voller Beladung halt $200. Euro. Also theoretisch 200 Euro pro Stunde. Das sind halt deren Produktion und eben halt die Standkosten sind 20 am Tag. So, jetzt kommen wir noch die Kirschen dazu. Auch nochmal holen. Deswegen fahre ich jetzt nochmal rum. Danach die Erdbeeren, dann haben wir die Felder alle leer. Können sie wieder von vorne wachsen. Dann produzieren wir Dünger. Aber dann habe ich euch den Mod eben halt einfach mal vorgestellt. Die Mods, es sind mehrere. Also jetzt, ne, es sind ja mehrere Mods. Es ist ja, wie gesagt, einmal von Mor 2000, der Apfelmod, Version 1.21 oder 1.2 nur, das weiß ich jetzt nicht. Die Mods sind hier, das ist von Rosenthal oder auch kurz ROS. Und zwar ist das hier der Obstmod-Version, oder ne, Erdbeeren- und Obstmod heißt der. Erweiterung 3 oder so ist unter dem Link. Ist aber Version 1. Und dann gibt es eben halt davon noch Version 2. Das ist dann eben halt mit Oliven, Bäume. Das, ja, sagt man, das Bepflanzen der Dinger mal ein andermal. Also hier ist der Lager, wir fahren jetzt hier direkt drin. Oh, boah. Ja, ist gar nicht mal so gut, sehe ich gerade. Ich bin nämlich schon fast voll. Auch schön zu sehen ist, dass hier auch andere Früchte mit drin sind. Hm, genau ein bisschen. Ja, man sieht dann hier, man kann dann hier rinlaufen, man sieht hier die Früchte, wie sie hier stehen. Ah, die Erdbeeren sind gut voll, 33.000, also da muss ich auf jeden Fall nochmal kicken. Entweder wieder verkaufe ich einen oder
mach halt die Mosterei bitte. Ah, die war ja eigentlich eh geplant. So war eigentlich der Grundvater des Gedanken. Na mal schauen, es kommt ja noch ein bisschen mehr, es kommt ja nachher noch Salat, Gedöns dazu. Aber das dauert eben halt noch ein bisschen, weil ich halt das Feld erstmal kaufen muss und. Aber wenn es so weitergeht, so gut muss ich echt zu üben, aber ich ja bald drinne. Wollte mir auch nicht den Kopf machen hier. So, abgestellt. Gut. Dann würde ich mich jetzt hier erstmal mit besten Grüßen verabschieden. Bei weiteren Informationen, wie gesagt, unter ne-c.eu. Oder ihr googelt einfach mal nach Heinrichs Testblock. Das ist hier mein Spielername, also nicht wundern.